Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge World of Tanks. Ja, ich melde mich direkt aus meiner Garage heute. Ich möchte jetzt noch einmal so ein bisschen darauf eingehen, worum es hier eigentlich gehen soll. Im ersten Video kam das vielleicht noch ein bisschen zu kurz, das mit dem T71. Also solche Videos wie dieses eben mit dem T71 wird es immer mal wieder geben. Da will ich dann gerne mal auch erzählen, warum ich wie und was gemacht habe. Ja, und wie ich da schon ein bisschen erwähnt habe, es wird ja kein Super Pro-Kanal, also ja, mehr sowas für die Mittelschicht, wenn man so will. Also ich nehme auch gerne noch Tipps und alles entgegen. Ich möchte ja selbst auch noch besser werden. Nur mal so, dass man mal so sieht, worüber wir hier eigentlich reden. Also ich bin etwa seit 7 Monaten im Spiel, habe ungefähr, oder nee, nicht ungefähr, sondern mehr sogar als 5000 Gefechte mittlerweile gemacht. Und fahre aktuell eine WN8 von 1200, was so kontinuierlich noch bin ich an so einem Punkt, wo es kontinuierlich mehr wird. Mal sehen, wann das dann irgendwann stagniert. Aber noch läuft das eigentlich in die richtige Richtung, wie ich finde. Und ich denke, ich bin jetzt irgendwo an so einen Punkt gekommen, wo man auch mal hier und da mal vielleicht einen Tipp oder sowas geben kann oder zumindest mal zeigen kann, wie man etwas lösen kann oder wie auch immer. Ja, aber wie gesagt, ich will hier nicht alleine dastehen. Das soll ja ein Geben und Nehmen, kann es ruhig werden. Ich nehme nämlich auch gerne noch was an, so ist es nicht. Ja, ich bin jetzt hier erstmal in meiner Garage. Mal gucken, worum es hier eigentlich so geht, was ich so am Start habe und was es vielleicht so geben wird. Oder vielleicht auch, was ihr für Ideen habt, was es geben soll. Vielleicht könnte man auch zusammen einen Grind machen von Anfang bis Ende oder so, wobei das schon sehr aufwendig ist, aber vielleicht immer mal wieder auf einem Weg, was weiß ich, wenn ich jetzt zu irgendeinem Zehner will, dass ich da immer mal wieder ein Video bringe oder so. Je nachdem, was anliegt. Ja, ich bin wie gesagt in der Garage und ich bin hier auf meinem Panzer gerade. Wir sehen hier gerade meinen ersten Premium, also der hier ganz am Anfang steht, der Blitzen, den gab es mal als Geschenk. Fahre ich, wie soll ich sagen, ich fahre ihn eigentlich nie. Habe ihn, glaube ich, drei Gefechte gefahren. Das ist so ein kleiner Spaßpanzer mehr oder weniger. Also Stufe 3 und darunter sieht man mich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Stufe 4 ist auch schon sehr rar. Ich habe zwar gleich noch einen, da kommen wir gleich noch hin. Aber in der Regel auch das schon nicht mehr. So, hier ist mein angesprochener M41 Brazil Bulldog, der Premium 8er Light, den ich ja, wie gesagt, in dem Video angesprochen habe, aber eigentlich auch nicht mehr fahre. Ich hatte ihn mir dann doch mal geholt. Klein bisschen gesündigt. Weil so billig sind diese Premium-Dinger ja meist nicht. Und was heißt meist eigentlich nie? Ja, ich habe ihn tatsächlich anfangs auch viel gefahren und so, aber jetzt bin ich auf so Linien unterwegs. Das sehen wir uns nachher auch nochmal ein bisschen an. Da sind sowieso so viele Lights dabei, also ja, naja. War zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fall, das habe ich mir geholt und naja, gut, ich habe ihn noch. Dann hier Stufe 1, T22 Proto, der wird auch ewig einen Platz in meiner Garage haben. Das war der allererste Panzer, den man im Spiel hatte oder den ich im Spiel hatte. Das kleine Stück, Schmuckstück hier wird hier auch ewig einen Platz behalten, auch wenn ich ihn eigentlich auch nicht mehr fahre. Aber es ist ja so, ihr kennt das ja sicherlich mit den ersten Dingen. Man behält sie. So, dann gehen wir weiter. Amis T69 hatte ich angesprochen im T71-Video. Das ist der Nachfolger. Bin da auch schon ganz anständig mit unterwegs. Nicht immer so, wie ich es gerne möchte, aber doch im Großen und Ganzen ganz anständig. Hab schon einigermaßen anständige Crew drauf und gehe stramm auf den nächsten zu. Dauert zwar noch eine Weile, aber wir sind dabei. So, dann T29. Mag ich auch sehr gerne. Spiele ich zurzeit zwar aber weniger. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich da weitermache zum T32 und dann M103. Weiß ich noch nicht genau. Vielleicht, aber ja. Dann den ersten Neuner, den wir hier sehen, der T30. Sehr starker TD, wie ich finde, was den Schaden angeht. Die 750 Alpha Schaden Gun ist drauf. Eine Gunmark habe ich auch schon da. Mal sehen, ob ich noch die zweite hinbekomme. Ich bin da etwa bei 70, 71%, glaube ich.
fehlt noch ein bisschen. Ja, nicht immer die gewünschten Ergebnisse, wie ich sie gerne hätte. Aber des Öfteren doch ganz nett, was der so raushauen kann. Muss nur mal aufpassen, weil Wanne und so weiter ist nicht gerade die härteste. Ja, vielleicht gibt es denn da auch noch das eine oder andere Video zu. Mal gucken. Gucken wir mal weiter. Hier ist mein Vierer, Vanquisher. Ist ja auch nicht unbedingt immer mein Fall, aber an und für sich so ganz nett, weil ich den hier, ist ja ein Brite, den brauche ich, um britische Crew mal ein bisschen zu pushen. Denn wenn ich mal weiter gucke, oder wenn wir mal weiter gucken, da habe ich hier noch den Churchill 7 und den Churchill Gun Carrier. Die beiden Linien habe ich momentan ein bisschen auf Eis gelegt, werde ich aber noch weitermachen. Den Vanquisher, der trainiert jetzt gerade die Mannschaft für den Churchill 7 weiter, weil die sind so ein bisschen, ja, dünn. Nichts drauf, keine Perks. Das soll der hier erstmal machen. Dafür behalte ich ihn, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich auch nicht mehr. Okay, Briten, wie gesagt, erstmal auf Eis. Dann gucken wir, was wir auf deutscher Seite so haben. Den VK habe ich noch behalten. Ist ganz nett. Gerade keine Mannschaft drin, aber nett. Crafts Panther dasselbe Spielchen, nur dass ich den nicht so erfolgreich fahre, wie ich ihn gerne möchte. Hier der Champion, Sieger des Tank Bowl. Ja, haben wir hingekriegt. Und das Ding steht, macht sich hier sehr gut in der Garage. Wird auch immer mal wieder ausgepackt. Wie man sieht, ich habe auch schon über 100.000 EP drauf. Macht an und für sich ganz Laune. Und ja, ist immer wieder für eine Runde gut. Dann der Tiger 131, den habe ich mir gegönnt. Premium Tiger. Als der damals erschien, wollte ich unbedingt wieder haben. Den Tiger 1 habe ich nämlich damals wieder verkauft. Jetzt hier Tiger auch nochmal gut zum Crew-Skillen. Ja, auch immer wieder gerne gefahren. Dann bin ich aktuell beim Tiger P auf der Linie. Ich möchte dort ja, die Linie weiter pushen. Gucken wir gleich nochmal drauf. Ja, ich denke mal, der wird sich wohl nicht allzu lange, wenn er es geschafft ist, in der Garage halten. Mal gucken. Tiger 2, gerade mannschaftslos, werde ich wohl aber mal wieder aktivieren. Vielleicht mal auf die zweite Gunmark gehen oder so. Ich habe jetzt hier nur die erste drauf. Schon lange, lange nicht mehr gefahren. Naja, aber er ist noch in der Garage, der wird nicht verkauft. Dann, am meisten habe ich gesündigt bei ihm hier. Löwe Black, den wollte ich unbedingt haben, auch wenn das ein stattlicher Preis wieder war. Aber das hat sich gelohnt. Vor allem lohnt sich der sehr, wenn man Silber farmen möchte, denn der haut unwahrscheinlich viel Silber raus. Selbst wenn es eine mittelmäßige Runde war, hat man locker 50, 60, 70.000 Silber eingefahren. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn die Runde erstmal gut war. Mein Rekord, ich glaube, 270.000 Silber oder so mit einer einzigen Runde. Das ist schon, ich sag mal, stattlich. Ja, zum Crew-Trainieren auch immer noch ganz gut. Als Achter verdienen die natürlich nicht mehr allzu viel, aber ja, ich habe die Crew, die hier drin war, nämlich zur Zeit woanders drin. Der trainiert jetzt schon wieder eine neue. In welcher sehen wir gleich. Hier dann E75. Auch ein super Panzer, wie ich finde. Tier 9. Auf dem fahre ich an und für sich immer ganz gute Runden ein. Ja, behalte ich natürlich auch. Er hat auch meine beste Crew drin. Und ja, mal gucken, vielleicht auch mal hier mal ein Video, ein anderes Video. Auf jeden Fall fahre ich mit dem eigentlich immer ganz gute Ergebnisse ein. So, neuestes Mitglied in meiner Garage ist der E100, mein erster Zehner. Gerade frisch geholt. Hier ist die Crew vom Löwen Black drin. Und ja, ich experimentiere noch so ein bisschen. Ist natürlich noch die Stockgun drauf. Ein bisschen fehlt mir ja noch. 64.000 brauche ich für die Top Gun. Ja, viele Runden waren eher für den Arsch, aber es wird langsam. Dann haben wir den sturen Emil. Da möchte ich eigentlich direkt weiterblättern, denn den hasse ich so ein bisschen. Ich weiß noch nicht, wie ich den übergrinden kann oder übergrinden muss, soll. Das ist eher schwierig. Also, er liegt mir null, aber ich möchte unbedingt den Borsig haben. Und die weiterführenden Grille 15 ist jetzt rausgekommen. Und dann werde ich wahrscheinlich den Emil nochmal aktivieren müssen, auch wenn ich es nicht will.
So, dann habe ich eine Artillerie, weil ich, ja, Arte ist eigentlich überhaupt gar nicht mein Ding. Die habe ich auch schon seit ein paar Monaten hier stehen und nicht angerührt. Aber ja, ich werde ihn wahrscheinlich nochmal für die 100 Arti Gefechte für die Trophy noch machen, aber an und für sich, nein, Artis gehen gar nicht. Wenn ich könnte, würde ich die sogar komplett rausnehmen aus dem Spiel, wenn ich die Wahl hätte. Raus damit. So, Franzosen habe ich angefangen, als Nationenkampf begann mit, ich glaube, Frankreich gegen Japan. Oder ich weiß nicht, wer der Gegner war, oder Chinesen. Ich hatte jedenfalls beide nicht und habe mir dann bei den Franzosen, weil ich zur Badge möchte, habe ich mir die Linie angefangen und ja, momentan bin ich vom AMX 1375. Bringt mich auch gerade so ein bisschen zur Verzweiflung, aber ja, nicht ganz so schlimm wie der Emil. So, dann haben wir hier noch den Ryzen Yi BT7 Premium Russe. Auch wieder so ein Spaßding eher, fahre ich eigentlich überhaupt nicht. Dann Russe T3488 habe ich mir vor kurzem geholt, war im Laden erhältlich, musste ich zuschlagen. Ich brauchte noch was Schönes zum Crew-Skillen auf russischer Seite und der hier, ich habe den T3485, den kommt hier auch noch, oder habe ich, nee, den habe ich verkauft, habe ich nicht mehr, aber weil ich den jetzt habe, aber den habe ich sehr gerne gespielt und ja, mit dem 88 läuft es eigentlich ähnlich gut, fahre ich immer wieder gern. Dann bin ich gerade dabei, T43 die Linie zu grinden. Ab und zu wird er nochmal rausgeholt. Ein bisschen zurückgestellt habe ich das hier auch. Ist momentan nicht so auf meiner favorisierten Reihe. So, also ich mache momentan anderes mehr als das hier, aber läuft auch weiter. So, dann habe ich hier noch ein KV-1. Steht er momentan nur rum. Churchill 3 steht mehr rum, als er unterwegs ist. Aber ab und zu mal. T150 gerade nur, steht nur rum. Aber ein sehr starker 6er Heavy. IS steht momentan nur rum. IS-3 steht momentan nur rum. T10, 9er wieder. Dazu wird es als nächstes auch ein Video geben. Ja, fahre ich auch sehr, sehr gerne. Ist mittlerweile ausgebaut. Sehr, 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 sehr attraktiver Heavy. Sehr schönes Ding. Und ja, fahre ich sehr gerne. Bin auch schon, wie man sieht, fast beim IS-7 angekommen. Aber den hier wird es auch immer einen Platz in meiner Garage haben, denke ich. So, Japaner OI steht schon etwas länger rum. Ich habe ihn auch soweit durch quasi. Ich kann den weiteren Panzer erforschen, die Oni. Also ist erforscht, muss ich nur noch kaufen. Weiß nicht, wann ich das mal mache, aber auch das wird irgendwann weitergehen. So, dann bin ich bei den Tschechen natürlich auch unterwegs. Skoda T25 ist fertig, habe ich noch behalten. Ein kleiner, netter kleiner Autoloader. Dachte mir, behalte ich nochmal. Ist seitdem zwar nie bewegt worden, hat auch gerade keine Mannschaft drin, weil die im T3400 sitzt. Auch der ist jetzt mittlerweile ausgebaut, kann ganz gut austeilen, aber wie alle Tschechen natürlich Papierpanzerung, muss man höllisch aufpassen. So, und dann sind wir auch schon am Ende. Ich habe noch ein bisschen Platz, da geht noch was. Ja, so viel zu meiner Garage. Wenn wir dann mal gucken. Deutscher Forschungsbaum. Hier ist jetzt gerade die Grille 15 eingeführt worden. Und wenn man dahin möchte, auf der Linie bin ich ja sowieso schon. Stura Emil, dann in Rheinmetall, Waffenträger auf Panzer 4 und dann geht es zur Grille 15. Momentan gibt es dann Rabatt auf alles hier. Nur mein Problem ist, dass ich diesen Emil absolut nicht kann. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja nochmal einen Tipp für mich. Ja, ansonsten bin ich mit dem Tiger P Richtung Ferdinand unterwegs. Jagdtiger und dann wahrscheinlich den Waffenträger auf E100. Quatsch, geht ja gar nicht. Den Jagdpanzer auf E100. Waffenträger könnte ich über den Panzer 4 machen hier. Auf jeden Fall, ja, das soll es sein. Eventuell werde ich auch nochmal Richtung Leopard gehen. Aber wie man sieht, müsste ich da ziemlich weit hinten wieder anfangen. Und ja, mal gucken. Kommt vielleicht auch noch. Ja, Briten, wie gesagt, momentan auf Eis, aber hier bin ich Richtung Black Prince und AT7 als nächstes. Ja, hier wird es noch eine ganze Weile dauern. Franzosen, da ist ja auch noch die Aktion zur Batchet. Die Batchet 25 Tonnen AP ist ja auch neu dabei. Als Alternative zur Lorraine, um dann zur Hauptbatche zu kommen, sage ich jetzt mal.
Werde ich wahrscheinlich nicht machen. Ich möchte nämlich sowieso die Lorraine haben und zwei Badges in Folge. Wozu? Ja. So, hier sieht's ganz dünn aus, denn hier bin ich überhaupt nicht unterwegs. Hier brauchen wir auch nicht weiter zu verlieren. Weiß nicht, ob ich das jemals machen werde. Erstmal gar nichts. Japaner, wie gesagt, die Heavies. Hier geht's dann weiter mit dem Oni, Oho und so weiter. Wahrscheinlich wird das auch das Einzige bleiben, was ich hier machen werde. Tschechen gibt es ja nur die eine Linie. Ja, will ich bis hinten hin. Mal gucken, wann und wie das so hinhaut. Bei den Amis ganz klar Richtung T57 Heavy. Den möchte ich gerne haben. Hier bin ich ja schon beim 8er T69. Noch 100, nur noch 100.000. Wir sind schon beim T54E1. Ja, läuft. Auf der nächsten Linie wäre ich dann mit dem T30 schon unterwegs, bis zum T110E4. Und wie gesagt, ganz unten weiß ich noch nicht, ob ich hier dann noch zwingend zum T32 bzw. M103 noch gehe. Mal sehen. Der ähnelt sich ja schon doch sehr mit dem E75. Weiß nicht, warum ich den nur zwingend noch haben müsste. Weiß ich noch nicht. Bin da noch unschlüssig. So, in Russland sind wir natürlich auch zugegen. Und zwar Richtung IS-7. Wobei mich es hier nicht besonders eilig habe, zum IS-7 zu kommen. Also, ich muss ihn jetzt nicht zwingend auch gleich kaufen. Habe ich beim E100 auch nicht gemacht. Ich hatte den E75 schon lange, 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 lange durch. Beziehungsweise den E100 lange erforscht. Aber erst vor ein paar Tagen gekauft, dann doch. Mal gucken. Auf jeden Fall, vielleicht gehe ich auch zunächst erstmal T44, T54 und dann T62A bzw. Objektiv 140. Mal gucken. Und ja, ich war auch schon auf der Reihe hier beim KV4. Den könnte ich, ist erforscht, brauche ich nur noch zu kaufen. Aber dann habe ich wieder überlegt, ST1, T10 sind die ja doch schon wieder sehr ähnlich. Weiß ich noch nicht, ob ich die jetzt unbedingt beide haben muss. Ja, das war eigentlich erstmal dazu. So, das ist doch schon wieder etwas länger geworden, als ich dachte und als ich aber nicht wollte. Aber okay. Ja, ich denke, ich habe jetzt so ein bisschen vermitteln können, worum es hier eigentlich gehen soll. Ihr seid gerne eingeladen, dabei zu sein. Ihr seid gerne eingeladen, mitzumachen. Ja. Also, es wird jetzt nicht täglich Videos geben. So weit will ich nicht gehen. Ich will jetzt auch nicht jeden immer zuspammen. Mal gucken, was so am Wochenende so für Material rausspringt und je nachdem kommt er mal mehr, mal weniger. Ja, das soll es dann eigentlich gewesen sein für dieses Video. Und ja, ich denke, wir sind soweit und haut rein, bis bald.